Der Krieg gegen die Ukraine hinterlässt auch in Deutschlands Politiklandschaft Spuren. Die Zustimmung zur Arbeit von Bundeskanzler Scholz ist insgesamt deutlich gesunken. So das Ergebnis des aktuellen ARD-Deutschland-Trends. Der Bundestag hat ja gestern mit deutlicher Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gestimmt. Bei den Bürgerinnen und Bürgern ist das Bild aber in dieser Frage nicht ganz so eindeutig. Die konkreten Zahlen hat Ellen Eni aus dem Wahlstudio in Köln. Ja, tatsächlich ist der Blick der Bürgerinnen und Bürger durchaus differenziert auf diese Frage. Wir haben nämlich wissen wollen, sollte Deutschland direkt schwere Waffen an die Ukraine liefern? Und aktuell sind 45% dafür. Das sind 10 Punkte weniger im Vergleich zu Mitte April, wo wir diese Frage zuletzt gestellt haben. Aber genauso viele, 45%, sind dagegen, plus 8 Punkte. Also hier hat sich das Bild etwas verschoben. Wichtig ist auch festzustellen, dass wir diese Frage von Montag bis Mittwoch diese Woche gestellt haben. Man muss wissen, am Montagmorgen hatte ja die SPD-Chefin Saskia Esken noch gesagt, es wird überhaupt nicht über dieses Thema debattiert. Und am Dienstag hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dann beim Rammstein-Treffen der Verteidigungsminister eröffnet, dass Deutschland genau das tun wird, nämlich schwere Waffen an die Ukraine liefern. Also diese politische Debatte hat stattgefunden, während wir befragt haben. Dahinter steht ja aber eine viel größere Frage, nämlich das Thema, wie könnte die Unterstützung Deutschlands gegenüber der Ukraine, wie könnte die möglicherweise bei Russland ankommen? Und Bundesregierung und Opposition sind sich ja einig, dass Deutschland auf gar keinen Fall Kriegspartei werden darf. In diesem Zusammenhang haben wir auch zwei Aussagen abgefragt und gefragt, sehen Sie entweder eher die eine oder die andere Aussage? Nämlich, wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht, sollte die Bundesregierung zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren? Das sagen 40%, aber wiederum 52% sagen, die Bundesregierung sollte entschlossen agieren und Härte gegenüber Russland zeigen. Also eine knappe Mehrheit. Aber man sieht, dieses Meinungsbild ist durchaus gespalten. Und das bildet auch die politische Diskussion ab, die wir im Moment hier im Land gerade führen. Soweit zu den militärischen Fragen. Es gibt natürlich auch noch die Frage nach den Sanktionen gegenüber Russland, also vor allem wirtschaftlicher Art. Da sagt aktuell eine relative Mehrheit von 45% der Deutschen, dass die nicht weit genug gehen. Aber wenn man aufs Detail guckt, auch hier ein differenzierter Blick, zum Beispiel bei der Frage nach den russischen Energielieferungen. Die Einfuhr von russischem Gas und Erdöl. Sollten wir die sofort stoppen? Dafür sprechen sich 22% der Befragten aus, also gut jeder Fünfte. Eine Mehrheit von 54% wünscht sich allerdings eine schrittweise Beendigung in den kommenden Jahren, dann, wenn wir uns auch aus anderen Quellen beliefern lassen können. Und wiederum 19% wollen ganz am Import von russischem Gas und Erdöl festhalten. Das ist immerhin auch fast jeder Fünfte. Und das ist doch ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Frage durchaus differenzierter betrachtet wird, als das vielleicht manchmal in der Debatte transportiert wird. Blicken wir noch auf die Bundesregierung und die handelnden Personen, die gerade versuchen, Deutschland durch die Ukraine-Krise zu führen. Das Ansehen der Bundesregierung hat gelitten. Die Deutschen blicken durchaus kritisch auf die Arbeit der Bundesregierung. Nur noch 41% Zufriedenheit. Die Mehrheit ist unzufrieden. Und fokussiert wird natürlich der Blick auf Kanzler Olaf Scholz. Da sehen die Deutschen durchaus Licht, aber auch einigen Schatten. Gucken wir mal auf diese Zuschreibung. Dass Olaf Scholz, der Kanzler, umsichtig handelt, finden 64% der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Frage, ob er dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist, sagen 47% ja. Das ist fast jeder Zweite. Allerdings im September 2021, kurz vor der Bundestagswahl, waren das noch 2/3 der Bevölkerung. Hier hat er also an Ansehen eingebüßt. Und bei der Frage, ob er überzeugend kommuniziert, sagt aktuell 1/4 der Bürgerinnen und Bürger, nämlich 27%. Das tut er. Die Mehrheit findet, dass er das nicht tut. Also durchaus ein vielschichtiges Bild. Das bedeutet auch, dass insgesamt die Deutschen mit der Arbeit des Kanzlers im Moment mehrheitlich unzufrieden sind. Gucken wir mal auf seine Werte. 39%
sind mit seiner Arbeit zufrieden. -12 Punkte im Vergleich zu Anfang April. Eine Mehrheit ist unzufrieden. Anderen wichtigen Personen der Bundesregierung geht es allerdings anders. Robert Habeck mit 56% Zufriedenheit +2 Punkte und Annalena Baerbock auch 56% +3. Für beide ist es der persönliche Bestwert hier im ARD-Deutschland-Trend. Außenministerin und Wirtschaftsminister der Bundesregierung. Christian Lindner, der Finanzminister der FDP, 41% Zufriedenheit +2 Punkte. Auch er leicht im Auftrieb. Man muss also feststellen, dass der Ukraine-Krieg und die Bewältigung durch die deutsche Bundesregierung, dass die sich durchaus unterschiedlich bei den einzelnen handelnden Personen niederschlägt.